Oder bevor ich zum Thema komme, wollte ich erstmal eine Sache noch betonen, was die Presse angeht. Die Presse hat eine große Verantwortung, denn die Presse macht Meinungen, erzeugt Meinungen. Die Menschen hören darauf, was sie in der Presse lesen oder was sie in den Medien erfahren. Sei es das Fernsehen, sei es die Zeitung, sei es das Radio. Und wir haben wirklich in Deutschland momentan eine Situation, wo so viele Menschen große Angst haben vor dem Islam. Und ich bin jemand, und das sage ich ganz klar, der fast in jedem Vortrag sagt, dass wir als Muslime, und das gilt für die Muslime, dass wir die Pflicht haben, uns in diesem Land vorbildlich zu benehmen. An allererster Stelle, weil es der Islam von dir verlangt. An zweiter Stelle muss man wissen, dass jedes Fehlverhalten, was ein Muslim an den Tag, jedes Fehlverhalten von einem Muslim geht nicht nur auf diesen Muslim zurück, sondern automatisch wird es dem Islam zugeschrieben. Das heißt, man zieht auf gut Deutsch den Islam durch den Dreck. Deswegen muss sich jeder dieser Sache bewusst sein. Ich sage das auch, das gilt auch für mich selber. Weil ich bin kein perfekter Mensch. Ich bin jemand, der auch genau wie jeder andere Mensch Fehler machen kann, Fehlverhalten an den Tag legen kann. Das ist gar keine Frage. Aber das gilt für uns Muslime. Und dann natürlich auch, bei wie vielen Vorträgen habe ich das gesagt, und ich sage es heute nochmal, dass jeder Muslim die Pflicht hat, sich von Terrorismus fernzuhalten. Und dass er sogar die Pflicht hat, wenn er weiß, dass jemand so etwas tun will, dass er die Pflicht hat, diesen Menschen aufzuhalten. Warum? Weil an erster Stelle ist es etwas, was verboten ist durch Koran und Sunna. Denn der Prophet s.a.w. hat verboten, das sind authentische Hadithe, was der Prophet gesagt hat, Frauen zu töten, Greise zu töten, Männer, die nicht am Krieg beteiligt sind, zu töten, alte Männer zu töten, Mönche zu töten im Kriegsfall. Wie ist es erst im Friedensfall, wo du als Immigrant sozusagen nach Deutschland kommst und dich über die Gastfreundschaft eigentlich erfreuen kannst? Wie ist es da erst? Es ist schon mal ganz klar vom Koran zu. Die zweite Sache ist, das heißt, was beispielsweise mit Selbstmordanschlägen zu tun hat, Selbstmord im Islam verboten. Die dritte Sache, und ich habe das schon ausführlich erwähnt, die dritte Sache ist, dass du das Bild des Islam dadurch vernichtest. Und die vierte Sache ist, dass die am meisten Schaden dadurch erleiden werden, wer sind? Die Muslime selber. Das nur dazu. Ist die Presse noch da oder sind schon weg? Schon weg, schade. Aber schade, dass die schon weg sind, weil ich könnte Ihnen garantieren, dass das morgen nicht in der Zeitung stehen wird. Hoffentlich, aber jetzt hat das leider nicht mitbekommen, muss ich mich gleich nochmal wiederholen, dann langweile ich sie wieder. Weil ich habe es schon mit Sicherheit auf 20 verschiedenen Vorträgen erwähnt, aber das stand noch nie in der Zeitung. Ich habe bei einem Vortrag wirklich erwähnt, gegen Zwangsheirat, gegen Ehrenmord, gegen Verstümmelung weiblicher Genitalien, gegen alles gesprochen, gegen Terrorismus, davon stand kein einziger Buchstabe in der Zeitung. Warum? Weil man das gar nicht erwähnen will. Das ist das Problem. Und ich hätte heute, schade, dass er echt nicht da ist, ich wollte heute wieder 50 Euro wollte ich heute wieder bieten, dass er das in die Zeitung setzt. Hätte ich etwas mehr Geld, hätte ich auch 100 Euro geboten. Aber ich hätte 50 Euro auf jeden Fall geboten, aber das steht nicht drin. Sondern was drin steht, ist, das Fernsehen kommt mit der Kamera und, wie zum Beispiel bei Frontal 21, wo man mich interviewt hat, von dem ganzen Interview, 30 Minuten, gegen was haben wir gesprochen? Gegen Terrorismus, gegen Zwangsheirat, gegen Kriminalität, muslimische Jugendliche. Von dem ganzen Interview war ein einziger Satz, Entschuldigung, zwei Sätze, damit ich nicht übertreibe, zwei Sätze später in diesem Beitrag drin. Sonst nichts. Warum? Konnte man nicht verwerten. Weil die Absicht davon von vornherein ist, da kommt jemand, der sieht schon danach aus. Ne? Lange Kleidung, Bart, Mütze an, redet Arabisch. Ja, der sieht schon danach aus. Den können wir jetzt gut vermarkten. Ja, das ist der Hassprediger, der die Menschen manipuliert und so weiter und so fort. Ich denke, jeder Mensch hat einen Verstand.
Und der muss sich überlegen, ob das, was ich sage, logisch ist oder nicht logisch ist. Und wenn jemand sagt, das, was ich heute erzähle, dass es Schwachsinn ist, gerne, ist seine Meinung, habe ich keine Probleme mit. Da habe ich keine Probleme mit. Aber wenn jemand sagt, dass das logisch ist oder dass das seiner Glaubensvorstellung, was er im Herz trägt, entspricht, Alhamdulillah, vielleicht können wir ihn ja demnächst begrüßen, Alhamdulillah, dass er zu uns in die Glaubensgemeinschaft überwechselt. Und wenn nicht, dann bleibt der Christ oder was weiß ich, Atheist. Und das, dann können wir trotzdem immer noch mit einem Handschlag auseinandergehen. Das ist gar kein Problem. Aber das war nur erstmal das, was ich erwähnen wollte, dass man nicht alles glauben muss, was so in den Medien erscheint.